willkommen. Wir sind live dabei beim 25. Karnevalsumzug des Werdershausener Karnevalverein in Gröbzig. Und hier räumt schon der Elberath so ein bisschen auf, damit alle was sehen können. Wir gucken uns das Ganze auch noch ein bisschen an. Da fliegen die Kamelle. Da haben wir Philipp und Jana Abi am Steuer im Führerhaus. Auch das ein verantwortungsvoller Job beim Karneval. Denn schließlich muss man auch aufpassen, dass man ja nichts umfährt und schon am besten gar keine Menschen. Das sollte nicht passieren. Sie hatte nur noch Schuhe an, trinkt uns hier ans Ohr. Das sieht man jetzt nicht, wenn man guckt, was der Elberath alles anhat, wenn wir hier mal rangehen. Schuhe hoffe ich doch auf jeden Fall. Wude schön, da hören wir den Schlachtruf. Und ganz oben auf dem Wagen, das ist Volker Schwenke. Noch ist er Präsident. Dieses Jahr nimmt er seinen Hut und wird diesen Verein oder die Führung des Vereins in andere Hände geben. Und da kommt auch schon das Konfetti geflogen. Ja, aber die Tanzmädels im Hintergrund, die könnten nur Schlosshexen annehmen, die kommen erst noch. Hier haben wir sie, unsere Tanzmädels mit ihren Schals, und sie machen sich warm, weil ab und an tanzen sie hier vorne dann noch mal ein bisschen und zeigen etwas von ihrem Können. Ich bedanke mich recht herzlich, unsere Schermei wird natürlich noch ein bisschen hier begleiten. So, liebe große Garde, ihr dürft da vorne hier weit ran. Ich hab's vermutet. Wir werden noch einmal intensiv zeigen, was wir in diesem Jahr im Saal alles gezeigt haben. Wir freuen uns natürlich auch, unsere Ritter der Närrischen Ordensgemeinschaft hier oben auf dem Wahrzahn. Wenn jetzt getanzt wird, ich freue mich, halte ich den Mund. Reinhard Bodenfeld, Frank Hensel, wer ist noch dabei? Axel, Alfred Regner. Und natürlich eine Jan. Also traditionell hier an der Ecke ein Ausschnitt des Tanzes. So, liebe Damen, unser Coach gerade steht bereit. Lieber Sascha, haben wir Musik? Und auf geht's. Er hat einen Hanser. Manfred. Gucken im Donnershauser Karnevalverein und alle sind wunderbar und alle haben das Lächeln im Gesicht.
Alle wollen zeigen, dass sie Freude am Tanzen haben. Bitte schön, ein unserer Junior. Bitte schön. Lieber Sascha, auf geht's. Nachwuchsgruppe, die uns hier auch noch bewegen will. Unsere Jugend mit ihren wunderbaren, ja, was ist das von der Farbe? Es ist nicht rot, es ist nicht grün. Was ist das? Türkis, eine wunderbare, weiß ich doch selber, eine wunderbare Türkisfarbe. Und lieber Sascha, auf geht's! Die hier rankommt, die in 20 Jahren vielleicht hier oben stehen. Ich bitte mal unsere Trainerin nach vorne. Jetzt kommt die Jens Klein. Jawohl. Die stellen sich auch vor. Das ist der erste große Auftritt auf der Straße hier in Köpzig. Jetzt kommt die Kleine. Suse, du hebst den Daumen, wenn es losgeht. Keiner weiß, wo wir hin sollen, aber alle machen mit. Das ist wunderschön. Das ist Karneval. Fertig, wo ist die Meiler? Meiler fällt. Meiler guckt von hinten zu. Ist in Ordnung. Okay, fertig. Lieber Sascha, auf geht's. Kleine. Thank you.
unsere Jüngsten, noch nicht im Verein, aber unsere Jüngsten, die Nachwuchsgruppe, unsere wunderbaren Tänzerin, ein Dreifachter ist Uli! 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 Danke! So, wir bedanken uns bei der Spedition Belliot, die uns den Wagen zur Verfügung gestellt hat. Lieber Philipp, bitte links ranfahren oder rechts zu, bestimmst das selber. Und dann können wir die anderen begrüßen, die heute hier am Umzug teilgenommen haben. Erstmal hier oben. Dankeschön. Auf unsere aller ein Dreifachter des Hude! 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 Danke! So, schönen Dank an den Präsidenten des Werdershauser Karnevalverein Volker Schmecke, der das Ganze jetzt hier ein bisschen mit übernommen hat. Und wir blicken nochmal rein in die Narrenschau. Da sind viele, viele Mitglieder des Werdershauser Karnevalvereins, die Tanzgruppen, teilweise sehr, 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 sehr erfolgreiche Tanzgruppen. Landesmeister, Vizelandesmeister, dritter Platz. Also viel Spaß hier in Krems. Ja, die Hostessin oder wie der Resident gerne sagt, die etwas früher geborenen Mitglieder sind auch dabei. Und hier kommt es. Da ist Kinderprinzenpaar. Och, da winkt sie. Die Prinzessin, die reckt sich fast den Arm aus beim Winken. Die Kanoniere sind auch dabei. Hier sind sie, meine Damen und Herren, knien Sie nieder. Die Regentin, Prinzessin Ria Kosmik sind im Anmarsch. Auf einem wunderschönen Cabrio mit den Fahnen bei ihrem ersten Umzug in diesem Jahr. Morgen weiß ich, da sind sie in Aschersleben. Montag sind sie in Halle. Aber heute erstmal der Heimatumzug hier in Röpzig. Da, wo das Herz also auch schlägt. Ja, sind gerade ein bisschen beschäftigt und da fliegen die Bonbons von der Prinzessin. So, sie sind da. Ja, Jessica, die Schlosshex. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis sie dran sind. Aber wir werden sie auf jeden Fall dann lieb von dir grüßen. Im Bild haben wir nochmal Musiker, die hier gleich den Marsch blasen werden. Oder wird nur getrommelt. Na, wer weiß. Und hier ist die erste Fangruppe, die Fudetaler. Die sind heute mit dabei als Stadtwachen vom alten Köpzig. Haben sie sich verkleidet, sogar mit einer Kutsche. Die kleinen Ponys, die gleich ins Bild kommt. Da haben wir sie. Die direkt von der Fude und der erste Gastverein. Der PKV. Die machen sich hier gleich vom Acker. Wo wollen die denn hin? Aus Plötzkau, die Narren. Sie verlassen den Umzug vorfristig. Aha, und wir haben es im Bild. Na gut, die Wilden Weiber wirbt sich. Auch eine Fangruppe des Werdershauser Karnevalvereins. Immer mit sehr viel Fantasie unterwegs. Und wenn ich das richtig sehe, sind sie dieses Mal so ein wenig orientalisch angehaucht unterwegs, schwupp und schon eine Konfetti-Salve hier bei uns. Herzlichen Dank auch. Das freut uns. Was hier schon so blau schimmert, das ist ein Karnevalsverein, wie man nur schwer erkennen kann. Sie kommen aus Köllern. Wir haben den Schlachtruf Alle Hoppe. Köllern, eine ja, fast Nachbargemeinde hier seit vielen Jahren, verbindet die Vereine eine enge, enge Freundschaft. Und jetzt kann ich es ja verraten, weil im Hintergrund sehen wir schon das Prinzenpaar auf dem Wagen. Da winken sie uns schon ein wenig, weil die Prinzessin, die Sarah, sie gehört eigentlich hier mit zur Garde in Köpzig beim Werdershauser Karnevalverein. Aber dieses Jahr ist sie mit ihrem Freund, mit dem Pascal, ihr offizielles Prinzenpaar in Köln. Weil Pascal ist dort Mitglied. Und mal sehen, vielleicht erfolgt ja dann im nächsten Jahr sozusagen der Gegenbesuch. Kennt ihr auch was? Ein Jahr in Köln die Regentschaft und im nächsten Jahr vielleicht in Köpzig? Wer weiß. Wir lassen uns überraschen. Doch haben hier Mick und Ria das Zepter ganz, ganz fest in der Hand. Köln!
an euch, wenn ich das so sagen darf. Ihr habt eine tolle Hymne, nämlich euer Könnern, Könnern, Könnern. Das ist kaum zu toppen. Ja, Manfred, wir sind live dabei. Schön. Vielleicht kannst du uns ja dann winken, wenn ihr hier vorne an der Ecke seid. Jetzt setzt sich die Garde auch wieder in Marsch aus Könnern. Wir wissen, auch sie sind tänzerisch sehr, sehr erfolgreich. Und wir werden sehen, in zwei, drei Wochen bei den Landesmeisterschaften, wer dort die Nase vorn hat. So, da oben auf dem Wagen Sarah und Pascal, das Prinzenpaar. Da sagen wir Hallo und grüßen euch herzlich. Wie gerade schon erwähnt, Sarah tanzt normalerweise hier in Krömpzig mit auf dem Elmeratswagen. Ganz schön, blau-weiß sind die Farben und habe ich es euch nicht versprochen. Die eine, die immer lacht, atemlos ein wenig abgegrüßt. Ja, oh Gott. Ja, mal schauen, wie oft uns das heute noch ereilen wird. Da sind sie, die Könneraner. Auch im nächsten Wagen haben wir sie noch drin. Und schön im Taktwinken, das sieht gut aus. Lange, lange Zeit geübt die Damen auf diesem Wagen. Ja, ohne uns ist die Welt ärmer. Das trifft auf die Narren zweifelsohne zu. Hier als Hummelchen haben wir den wahrscheinlich den. Das ist der Parkfestverein. Der Parkfestverein, sie arbeiten eng mit dem Karnevalsverein zusammen. Einmal im Jahr wird sich das angeschaut, oder nicht angeschaut, sondern ausgetauscht. Dann verwandelt sich nämlich der Park in Köpzig in ein großes, großes Festgebiet. Wir haben den nächsten Verein, der auf uns zukommt. Irgendwie ist alles ein wenig durcheinander, im Gegensatz zu dem Plan, den wir haben. Aber das dürfte der HSKV sein aus Halle. Und auch sie haben ihr Prinzenpaar mitgebracht. Das liebe ich ja an diesen Prinzenpaaren, diese Hüte, diese Narrenkappen mit den Federn. Denn wenn man hinter denen steht und die bewegen sich, dann hat man andauernd einfach nur die Federn im Gesicht. So, aber da sind sie vorbei und nichts hat gekitzelt. Also aufpassen beim Prinzenpaaren mit Federn, dass man sich nicht an der Nase krabbeln lässt. So, wer lässt es da jetzt so ein wenig schleifen? Das sind die Kölner Spitzen. Die warten, sie tanzen dort hinten. Ja, da hinten haben wir euch natürlich nicht so schön im Bild. Aber ein bisschen zumindest schon. Kölner Spitzen, ein junger Karnevalsverein aus der Region, hat die Farbe Orange und den Schlachtruf, Schlachtruf. Also, ich habe jetzt nicht gestottert, sondern sie grüßt sich wirklich mit einem dreifach donnernden Schlachtruf. Ja, neckische Geschichte. Auch das Orange passt gut in die karnevalistische Welt. Weil so viele Vereine, das haben sie sich clever ausgesucht, so viele Vereine haben das nämlich gar nicht, diese Farben. Sie stellen hier auch eine doch recht große Abordnung. Wir haben mittlerweile zahlreiche Mitglieder zwischen Fuhne, Ziete, Elbe, feiern alle heute dasselbe. Haben sie so ein bisschen sich als Motto auf die Fahne geschrieben. Deinem Festwagen werfen sie hinunter. Selbstironisch an ihre Farbe, an das Orange. So, nach Orange kommt zumindest hier beim Umzug eine grüne Delegation aus Aschersleben. Sind sie zu Gast? Heute hier, morgen dann der Gegenbesuch. Da sind die Krömpziger nämlich in Aschersleben. Schön. Tja, wir bedanken uns bei allen, die das Video auch so fleißig teilen. Danke, 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 danke. Michaela Budde zum Beispiel. Bei dir und auch, wie gesagt, bei den anderen. Macht das ruhig. Lasst uns, gefällt mir's da. Lasst uns Like da, das Herz. Was euch auch immer beliebt. Wir freuen uns hier ganz dolle. Die
dritte Fangruppe des Werdershausener Karnevalverein ist dabei und aus Lautzig. Der Sportverein SV 95. Meine Damen und Herren, wir sind mittendrin im Karnevalsumzug des Werdershausener Karnevalvereins hier in Krömzig. Oh, da haben wir ihn als Schaffner, den Bürgermeister in der Hauptsaal. Oh, wen buht er denn da gerade aus? Wen pfeift er da aus? Wir können das nicht richtig erkennen, aber vielleicht möchte er auch einfach nur ein wenig Spaß haben hier in der Region, hier direkt mitten im Zug. Schöne Geschichte, wenn die Oberhäupter da dann quasi auch mitmachen und sich auch selber nicht so ernst nehmen. Hatten wir ja vorhin schon bei der Polizei und so. Das ist einfach eine schöne Tradition, ist hier gewachsen. Man mag sich, man kennt sich und man weiß, was man auch aneinander hat. Oh, wenn wir wieder in die Straße schauen, dann sehen wir auf dem nächsten Wagen einen großen Teufel. Und das heißt für uns, dass die Köthner Schlosshexen in der Nähe sind. Die schrecklichen, in Anführungsstrichen. Aber wie gesagt, hier kommt es doch das ein oder andere Mal vor, dass sich der ein oder andere Zuschauer vom Straßenrand nicht mehr an seinem Platz befindet, sondern in einem kleinen Gefängnis hinten auf dem Wagen. Aber mal schauen, ob sie das dieses Jahr noch machen. So, gut kostümiert geht es hier am Straßenrand dann auch weiter. Auf geht's. Die Köthner Schlosshexen sind zu Gast aus dem Wagen. Da dampft es. So, Yvonne Wiegand, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Hexen uns hier hören, aber wir würden deinen Gruß natürlich auch sehr gerne ausrichten. So, hier haben wir den Teufel, der kommt hier schon etwas näher. Und mal schauen. Aber momentan sieht hier alles noch sehr friedlich aus. Wir passieren also heute Böses zumindest, aber böse sind sie ja eh nicht. Aber wir sehen, da hinten werden gerade noch wieder ein paar freigelassen aus ihrem Verlies. Und alles im Nebel hier. Also, aber so ist das nun mal. Wenn man sich Teufel und Hexen einlädt, dann muss man auch damit leben, dass es vernebelt wird. Und jetzt sehen wir, jetzt kommt ein neues Mitglied sozusagen ins Gefängnis. Ganz rechts außen. Na gut, vielleicht ist sie ja zum Schluss wieder frei. Der Sanitätsverein darf auch nicht fehlen. Die Sanitätsschule Schulz, Raimund Schulz, ist hier ganz links zu sehen. Und oh, im Hintergrund, da wird doch hoffentlich leckere Suppe gekocht. In der Gulaschkanone, da dürfte doch wieder irgendwas zusammengebraut werden, was dem Gaumen schmeckt. Auf jeden Fall fliegen erstmal Kuscheltiere in die Menge. Oh, das ist schön. Da freuen sie sich bestimmt, die kleinen und großen Narren am Straßenrand. Es wird wieder Musik gemacht. Das ist die Schallmeinkapelle Bebitz. Ja, Klaus, wir grüßen dich zurück nach Rheinland-Pfalz. Hier kannst du dir mal angucken, wie man richtig Karneval feiert. Nein, schön, dass du da bist. Und auch Günther, auch schön, dass du da bist. Bebitz kennen viele nur vom Flanschenberg, was da ist. Einer der größten Arbeitgeber da in der Region. Aber momentan spielen sie Bergmannslieder. Glück auf, der Steiger kommt. Glück auf und weiter. Schon sind sie wieder aus dem Bild. Und es wird mitgeklatscht.
Lindenburg, Gra Gra, wir grüßen euch zurück. Karnevalistisch, vielleicht sieht man sich dann irgendwo mal wieder bei einem Umzug oder bei einer anderen Veranstaltung am Straßenrand. Ich habe es eben schon erwähnt, hier sind das ein oder andere schöne Kostüm, das witzige Kostüm ist mit dabei. Da freut man sich auch, wenn man auf dem Wagen ist, natürlich in diese schön geschminkten, freundlichen Gesichter zu schauen und ja, die Freude auch ein Stück weit in Empfang zu nehmen, was man dort sagen will, was man uns zeigen will. Wer bahnt sich da im Hintergrund an? Wir haben Sanitätsschuhe gerade schon gehabt. Blau-Rot Köthen kommt jetzt mit. Und dann dürften es ja auch die Narren aus Nienburg sein. Die sind ja da. Mensch, Leute. Man grüßt doch uns hier sozusagen. Und wir grüßen auch den Patrick Lange. Hallo, dass du da bist. Grüß dich, Patrick. Ja. Hier sehen wir noch mal den Rest der Schalmeinkapelle Bebitz. Jetzt schon ein wenig im Hintergrund. Der nächste Wagen lässt nicht lange auf sich warten. Rudeschö, das ist der Schlachtruf hier und er erschallt in vielen Variationen. Oder nicht in vielen Variationen, es gibt nur die Variation Rudeschö. Aber er erscheint erhalt vielfach hier heute auf der Straße. So, und auch von diesem Wagen fliegen viele, viele Süßigkeiten in die Menge. Und es freuen sich die jungen und alten Damen und Herren am Straßenrand. Hoppa, 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 Tätige, fordern sie uns hier zu sagen heute auf. Wir nehmen es gerne entgegen. Und wir sehen auch, am Straßenrand wird fleißig mitgewippt. Bestes Karnevalsumzugswetter, 7 Grad, keiner muss frieren. Und zum 25. Mal schlängelt sich dieser Karnevalsumzug hier durch Kröpzig. Natürlich nicht jedes Jahr derselbe, der ist schon immer ein bisschen unterschiedlich. Aber zum 25. Mal ist in Kröpzig Umzug. Aber dieses Jahr zum letzten Mal nach 29 Jahren mit Präsident Volker Schwenke. Oh, ein wenig staut das sich hier gerade, aber jetzt geht's weiter. Eieieiei. Also eine laute Röhre hat das Ding ja. Wie kann man da schon zu sagen? Kurz schauen, weil ich habe es ja schon kurz gesehen, die Reihenfolge ist etwas durcheinander gewurzelt. Das ist die Fangruppe Blau-Rot. Und von hier Süßigkeiten. Und die jungen Mitglieder freuen sich hier natürlich. Für 400 Jahre Knast hier, lebenslänglich natürlich, alle Hörer Freigang bei Schön mit am besten. Bei unserem Livestream, jetzt rollt ihr an uns vorbei. Lindenburger, Lindenburg, Krakra, das ist euer Schlachthof. Und das ist euer großer Festwagen, ganz in Blau. Gleich kommen sie um die Ecke, wie man hier so schön sagt. Sehen wir schon, dass auch da Leckereien vom Wagen gereicht werden und eine ausgelassene Stimmung herrscht. Oh, wie ist das schön. Ein Karnevalsklassiker trinkt hier gerade an unseren Ohren und da gibt es Süßigkeiten und Partystimmung auf dem Wagen. Lindenburg, Gra Gra, das hat etwas mit den Lindenburger Krähen zu tun. Uiuiui. Und das war eine Konfettikanone. Lindenburg, Gra Gra, habe ich gerade erklärt, hat etwas mit den bekannten Lindenburger Krähen zu tun, die man dem Ort ja gerne sozusagen als, ja, als Wappentier, nein, als Wappentier nicht, aber als Maskottchen, nennen wir es mal, anhängt. Ich sehe, die Konfettikanone wird ein weiteres Mal geladen. Wir
Hinten ist sie. Sehen Sie vielleicht. Aber wir gehen erstmal weiter nach den Bombern. Haben wir nämlich nochmal eine Fangruppe. Die kommen ein wenig daher heute. Fantasievoll Kostüm, so schildkrötenmäßig. Auch das ist eine schöne Idee. Das ist das Tolle hier, finde ich, in Köpzig, dass wirklich auch die Fangruppen, also diejenigen, die den Verein gerne unterstützen, sich solche Gedanken machen und in witzigen und fetzigen Kostümen auftauchen und Stimmung verbreiten. Ja. Die fünfte Fangruppe, die Turmnarren, sie kommen gleich ein wenig, ja, steinzeitlich daher dieses Jahr. Aber auch das muss ja nicht das schlechteste Kostüm sein. Gleich danach der Nachwuchs des VfB Köpzig. Ich habe gelesen, es soll die F-Jugend mit dabei sein. Momentan. Aber ja, da sind sie ja an der einen oder anderen Hand. Aber auch viele andere Mitglieder. Und auch das ist Tradition hier in Köpzig, dass man sich gegenseitig unterstützt als Verein in dieser Gemeinde. Hier wird also gegenseitig geholfen, wenn irgendwas ansteht, wenn die Narren Umzug haben, dann ist der Sportverein natürlich dabei und umgedreht sind die Narren auch dabei, wenn die Sportler eine Festivität haben oder Unterstützung brauchen. Also der VfB kümmert sich, der unter anderem hier mit den Fußballern dabei ist. Hat diverse Mannschaften im Punktspielbetrieb. Ui, und fast wäre ich jetzt von einer Packung Mao am erschlagen worden. Aber nochmal Glück gehabt. Konnte gerade noch so ausweichen. Die nächsten Narren, die uns hier mit ihrem LKW besuchen kommen in Köpzig, die tragen die Farben Rot und Weiß. Sie kommen aus Thalheim. Werden hier gleich an uns vorbeifahren. Die Narren aus Thalheim, das ist ein Ortsteil der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Ja, Susanne, schön, dass du auch gerade hier warst. Und schön, dass du zuguckst. Faschingsclub Thalheim, habe ich gerade erklärt, aus der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Genau. Da, und mitten rein in die Menge. Die Kamelle. Sascha Köhler. Ja, das könnte das ganze Jahr so gehen. Das könnte uns auch gefallen. Ganz ehrlich, weil macht richtig Spaß. So eine kleine Live-Übertragung mit euren Kommentaren. Alles super. Das ist witzig. Zwei Kunst haben wir jetzt im Anschluss, hier das närrische Volk durch den Luft zu bringen. Das ist eine schöne Tradition. Die Pferdchen sind es auch schon gewohnt und auch ein wenig närrisch unterwegs. Ja, sind wir dabei mit Kutsche, mit Kuscheltier. Und ab geht es hier um die letzte Ecke des Umzugs auf die Zielgerade in Köpzig. Immerhin. Jetzt sind sie schon fast 2 Stunden unterwegs, die Leute, die hier sind. Ja, und da kündigt sich das Narrenschiff an. Das Narrenschiff mit der Gruppe Bummel Petrus. Und sie haben auch eine Tradition hier in Köpzig, denn sie bilden das letzte Bild des Umzugs, die letzte Gruppe. Und verabschieden die Narren sozusagen. Ja, da haben wir sie. Und dann haben wir noch mal als allerletztes Fahrzeug die örtliche Feuerwehr, die quasi die Nachhut bildet. Und damit geht dann auch gleich der 25. Umzug des Herdershauser Karnevalverein hier in Köpzig zu Ende. 33 Startnummern waren dabei. Wir waren dabei mit einem Livestream. Ich möchte mich nochmal bei allen Zuschauern bedanken, bei allen, die uns ein Like gegeben haben oder eine Emotion.
und natürlich auch bei allen, die mitkommentiert haben. So, da rollen sie aus dem Bild. Und auch das ist unser Zeichen. Wir bedanken uns, sagen Tschüss und bis zur nächsten Live-Übertragung. Ciao!